Hey Leute, ich bin schon wieder zu Walking Dead Gerüchte Theorien Video. Ja, heute geht es mal wieder um gute alte Themen, die wir schon mal aufgegriffen haben und jetzt neue Informationen zu gibt's. Denn es war ja in der letzten Folge angesprochen worden, dass ein Cast offen ist, wo Soldaten gesucht werden. Also Leute, die ein bisschen militärisch sind. Da flog was rum, Entschuldigung. Der Cast wird wohl jetzt weiterlaufen, ja. Es werden immer noch Leute gesucht. Und auf den Dreharbeiten war was zu sehen. Ja, viele Zombies in Militärklamotten und ein Abram, der auf dem Boden lag. Ja, die neuen Gerüchte kursieren, ob es ein Flashback ist von guten Abram. Ein bisschen aus seiner Vergangenheit erfährt, wie er so drauf war, was da los war, denn er war ja beim Militär, ist ja ein harter Hund. Und man sieht ihn vielleicht wohl in seiner Einheit und da sind wohl viele gestorben. Und da hat man jetzt in neuen Bildmaterialien gesehen, dass viele Zombies in Militärklamotten waren und es wohl ein Flashback ist. Das ist eine sehr gute Möglichkeit und eigentlich fände ich es sehr interessant. Abram ist ein interessanter Charakter, ich finde ihn ganz cool. Und man könnte ruhig ein bisschen aus seiner Vergangenheit zeigen. Gut, weiter geht's mit Rick vs. Morgan. Ja, die beiden sind ja gerade wie Feuer und Eis. Rick, der eiskalte Hund, Morgan, der neue Held. Und sie sind ja nicht mehr auf einen Nenner, würde man mal so sagen. Und da fängt die Spekulation an, werden sie Konkurrenten, werden sie Gegner? Aber das wurde direkt verneint, sie werden wohl die Wolverines als großen Feind haben und sich da wirklich zusammenschließen, auch wenn sie starke Differenzen haben werden, weil die Lebensstile beide sind jetzt wohl ein bisschen weit auseinander gedriftet, dafür, dass sie damals sich getroffen haben in den ersten Folgen und gut zusammen auskamen. Hat sich einiges getan. Ja, auf jeden Fall, es wurde verneint. Sie haben leichte Differenzen, aber das soll nicht der Schwerpunkt der sechsten Staffel sein. Sie sollen ernsthaft zusammenarbeiten. Es erinnert ein bisschen an Anfang noch, wo er mit seinem besten Freund und seinen Arbeitskollegen zusammen war. Oh, wie hieß er nochmal? Leute, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Shane. Shane, ja, die beiden haben auch zusammengearbeitet, hatten aber Differenzen. So in etwa stelle ich mir das mal vor. Und dann wird sich das vielleicht irgendwann mal rauskristallisieren, dass da was Schlimmeres passiert. Aber, ja, lass uns überraschen. Gut, was haben wir noch? Ja, die Verletzung von Daryl. Es soll wohl ein Fan noch näher rangekommen sein. Und er sagt, es ist wohl eine echte Verletzung. Es ist eine echte Verbrennung. Ob er jetzt lügt, ob sie Wahrheit ist, gute Frage. Wie gesagt, das Bild hatte ich euch ja damals schon gezeigt. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Echte Verletzung, ja. Gut, der Fan war nah dran. Kann gut sein, aber wir werden es wohl vermutlich nie wirklich erfahren, außer Daryl Dixon sagt es uns. Gut Leute, ich hoffe, euch haben diese News gefallen. Heute mal ein bisschen schneller und flotter. Liegt einfach daran, dass es so verdammt warm ist und ich hoffe, ihr genießt das Wochenende. Sollen ja richtig schön warm werden. Ich gehe ein bisschen schwimmen am Wochenende, denn Leute, wird warm. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.